Dream Body.
Verdammt. Das Privates, das klingt so. Süß, jetzt gibt's Schneide- und Baby-Sounds. Die perfekte Einschlafkombination. Das Meeresrauschen. Nichts dagegen. Flüstert euch überhaupt, wenn der so laut redet? Weil ich auch direkt nochmal reden.
komisch. Normalerweise erzähle ich dir mal voll viel beim Schneiden. Aufzulachen. Es fühlt sich total schlecht an, dir nichts zu erzählen. Schön, dass du dich hier entschieden hast, nicht zu reden. Ich kann mir nicht vorstellen, was du jetzt geantwortet hast. Die, die sich jetzt fragen, ob ich als Friseurin arbeite oder ob ich Friseurin bin. Ich habe mal eine Lehre gemacht und habe auch ein paar Jahre als Friseurin gearbeitet, aber nicht mehr. Das heißt, ich schneide jetzt nur ab und zu guten Freunden die Haare. Ich bin einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen. Ich sag mal, ich habe einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen. Ja, aber es macht doch Spaß. So. Na. So. Na. Ich muss mich hier ordentlich an die Haare zusammengehen. Oh, kenne ich zu hart. Ich denke, das wird man auch hören. Das ist ein schöner Klingelton. Willst du dran? Ich will zu gucken.
Ja, das musst du dich ja wahrscheinlich wie ein Star fühlen. Ich finde es sehr schön, dass du das mitmachst. Ja. Ja. Ich hätte mir auch ein ganz anderes Hobby suchen können, wo ich dich nötige, irgendwas mitzumachen. Und daher geht das doch noch. Zum Beispiel, es gibt ja auch so Tupper-Partys oder so. Danke. Ich hätte jetzt auch sagen können, Seppel, das bist du. Aber das kann ich dir ja nicht antun. Darf ich überhaupt selbst? Aber ich kann ja auch Sachen rausschneiden. Bisschen spät. Ich kann ja auch Sachen rausschneiden. Aber Seppel ist ja nicht dein echter Name. Vielleicht ist das natürlich jetzt nicht so schwer. So lange, ich muss die, glaube ich, noch kürzer machen. Mm-mm. Nein? Willst du so länger? Mm-hmm. Okay. Kurz gucken, wie du die dann rüberwirfst morgens.
Ich muss so viel schneiden jetzt. So ein paar Pupsis sind ja okay. Aber das, was der da gerade macht. Da sind wir schon durch. Dann kriegt er eine neue Baby. Ist dir aufgefallen, dass ich gerade eine andere habe? Mhm. Normalerweise ist die Power laut, gell? Mhm. Das alte Klapperding. Das ist die von meinem Mann. Oh, fast hätte ich den Namen gesagt. Thank you.
Deine Augenbrauen. So, jetzt kann er auf jeden Fall in Urlaub fahren. Sieht jetzt wieder ganz schick aus. Okay, ihr hört schon den Kleinen. Ich muss aufhören. Ich werde auch ein bisschen was rausschneiden, wo er ein bisschen zu laut knäckt. Also werdet ihr wahrscheinlich schon gemerkt haben. Dann danke ich fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Peace and out.